So Leute, ich wünsche euch mal einen guten Morgen, ja, für morgen sowieso. Was haben wir heute? Sonntag. Also ich komme nicht mehr mit den Tagen mit, seit ich nicht mehr rausgehen kann. Ja, heute haben wir. Sagst du? Sonntag, okay. Also, schönen Sonntag. So, legen wir mal los mit dem Game. Ich habe schon mal kein Sound. Perfekt. Ihr auch nicht. Ihr kennt es nicht. Lautloses Spiel. Wird schon wieder mal ein Update von Windows. Hör mal nichts. Das Problem hatten wir ja schon mal. Ja, ich starte danach kurz das Spiel neu. Er müsste eigentlich wieder hinhalten, denke ich mal, hoffe ich mal. Ansonsten schmeiße ich die Playlist rein und wir hören unser Dings an. Spotify. So, weg mit dir, Schweinereiter. Ich mir da direkt mal rein. Hey Toni, grüß dich. Und alles klar bei dir? So, die Valkyrie, da wird mir auch auf den Keks gehen. Super, was soll ich denn hier tun? Links kommt die Skelettarmee. Ja, gut, die Valkyrie hat mir da ordentlich Schaden reingedrückt. Und Toni? Auch schon fit. Ja, also dass ich mal kein Internet hatte. Also ich wollte gestern eigentlich streamen, aber weil ja das ganze Land in Quarantäne ist, habe ich überhaupt kein Internet gehabt. Ich vermute mal, weil die ganzen Leute rein sind und ja, Netflix schauen und die ganzen Streaming-Dienste, wie die auch immer heißen. Irgendwie um 2 in der Früh habe ich plötzlich wieder auf einmal 100 Megabit Download gehabt. Und gestern den ganzen Nachmittag, Abend weg, war ich bei nicht mal 1 Megabit. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob danach der Sound wieder funktioniert von Game. Direkt. Läuft mal ganz und gar nicht. Mal schnell einen Schweinereiter nach unten schicken. Oder es hat wieder mal was mit einem Windows-Update zu tun. Ich vermute aber stark, es hat damit zu tun, dass ich vorhin das Spiel neu starten musste, weil es gecrashed ist. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ansonsten hau ich mal Spotify rein. Notfalls hilft das auch. Bist du jetzt mal auf Ding rüber geswitcht bist auf Twitch, bin ich ja gar nicht gewohnt von dir. So, schauen wir mal jetzt. Okay, starten wir das Spiel neu. Ah, ist ein Clash, da ist Clash. Bin ich mal gespannt, ob jetzt der Sound geht oder nicht. Jetzt will er nicht starten, oder wie? Ey, was ist denn das für eine Verarsche? Aber starten wir komplett BlueStacks neu. So, Clash. Auf Vollbild rein. Nö, habe ich nicht. Also er hat es serienmäßig oben, aber ich habe es noch nie gespielt. Er empfiehlt dir da immer Spiele, die du reinhalten kannst, weil das ist ja nur ein Android-Emulator auf dem PC.
Gleich wie heißt das Ding? Raid Shadow of Legends. Da kriegst du auch die ganze Zeit Meldungen. Ey, da funktioniert heute kein Ton mehr. Na gut. Wir haben so ein Ding. Ah, wo habe ich denn das? Spotify. So. Schauen, ob Spotify wenigstens funktioniert. Ah, so. Zack. Ne, da geht gar nichts. Hallo? Jetzt wisst ihr, was mich der Scheiß da kann. Da wird gestern wieder mein Update gewesen sein bei dem Kack-Windows. Ja, genau. So wie ich es gesagt habe, auf mein Re-Attack. So, jetzt müssen wir eigentlich Sound kriegen. Oder auch nicht, je nachdem. Ha! Hallo, was soll denn der Scheiß? Nee, geht mir Windows langsam auf den Keks. Jeden Tag haben die ein Update in letzter Zeit. So, Soundeinstellungen öffnen. Ja. So. Jetzt habt ihr Spielsound. Passt. Da hat sich der Alte mal wieder übertroffen und wieder mal berichtet. Ja, dem Junior, denke ich, geht's gut. Ich habe ihn seit ja, einer Woche nicht gesehen. Also, wer Probleme heute bei Windows hat mit dem Sound, Problem liegt an den Einstellungen. Plötzlich erkennt er Monitor als TV-Gerät mit Lautsprecher, aber Monitor hat ja keinen Lautsprecher. Da kam gestern so gegen 2 in der Früh ein Update rein. Deshalb kann es leicht möglich sein, dass der eine oder andere von euch da dasselbe Problem hat. Also geht mal auf der Taskleiste runter, Rechtsklick, Soundeinstellungen und dann müsst ihr nochmal, meistens ist Realtek, der Chiphersteller von der Soundkarte, da müsst ihr die Soundkarte auswählen. Naja, auf jeden Fall, ich habe einen Junior seit. Haben wir heute Sonntag, seit dem Donnerstag oder Mittwoch nicht gesehen? Wir dürfen ja nicht das Haus verlassen, wir sind ja in Quarantäne. Also ganz Italien ist da in Quarantäne, wir dürfen das Haus nicht verlassen, außer in Notfällen, sprich einkaufen zu gehen. Aber da dürfen maximal 2 oder 3 Leute in den Shop rein. Die anderen müssen draußen Reihe bilden und warten, bis sie drankommen. So, Riesenskelett mal weg. So, Lakaidenhorde rüber. Und dir, Toni? So, jetzt kommt er mit seinem Kack-Scharfsrichter. Fledermäuschen. So. Doppeldrachen regeln, oder? Oder auch nicht. Dann Schweinereiter noch schnell runterschicken. Zwei, drei. Was hat denn der da für ein Problem mit seinem Riesenskelett? Dass der die ganze Zeit da mit einem Riesenskelett auftaucht. Ja. Wäre halt geil, wenn er mal den Scharfsrichter da angreifen würde. Ich sag meistens immer Scharfsrichter. Okay, das war jetzt nicht so geplant. So, brav, Schweinereiter, mach mal ordentlich Schaden. Jetzt hat er schon wieder einen Scharfsrichter. Scharfsrichter. Ich habe jetzt 5 Wochen frei, alle Schulen und Kindergärten haben geschlossen. Naja, bei uns ist überhaupt alles geschlossen, Geschäfte und so weiter. Du kommst nicht mal raus. Du musst laut Gesetz im Haus bleiben, darfst nur in Notfällen raus. Also ich bin mittlerweile seit
4 oder 5 Tagen nicht außer dem Haus. Und natürlich die meisten Leute dann zu Hause, wahrscheinlich mit den Kindern. Oh, will das tun, ich will das tun. Dann heißt es plötzlich, ja, schau Internet, Netflix oder so ein Scheiß. Und gefühlt hast du dann untertags nicht mal 1 Megabit Downloadrate. Da kommt Freude auf, sagen wir mal so. Du zahlst für ein Glasfasernetz und hast beim Handy die schnellere Verbindung. Naja, kann man nichts machen. Also ich hoffe mal, dass das mit der Corona da schnell vorbeigeht. Ich habe richtig keinen Bock mehr zu Hause zu sein und ja, nicht raus dürfen. Meistens dann ist es so, wenn du wieder raus kannst, dann wird wahrscheinlich das schönste Wetter wieder sein. Nicht. Also jetzt, wo du zu Hause bist, Sonne, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und danach, wenn du wieder raus darfst, Regen, Schnee. Nee. Aber ihr habt das irgendwie in Deutschland sowieso anders. Weil, wenn man so schaut, wie bei euch da Feste und so weiter nicht abgesagt wurden. In Bayern ja, Nordrhein-Westfalen auch ein paar Ding. Ich finde es irgendwie komisch, dass da jede Region ihr eigenes Ding macht. Kommt mir auch wenig sinnvoll vor. Ja, gut gemacht, Mega-Ritter. Aber jetzt rauf auf der Prinzessin. Wie das schon klingt, rauf auf der Prinzessin. Naja, Toni. Ja, eben. Ich sag ja, in Bayern zum Beispiel haben sie als erstes angefangen. Da müssen sie eine einheitliche Regelung finden für ganz Deutschland. Kann ja nicht sein, dass in Bayern, NRW und so weiter die Schulen und so weiter geschlossen sind, in anderen Bundesländern offen. Weil dann macht es ja wenig Sinn. Das heißt, ihr schützt euch und die anderen machen da Party und so weiter und tragen den Virus dann weiter. Von dem her ist es wenig sinnvoll, meines Erachtens. Ich glaube, der hat aufgegeben. Zumindest machen tut er gar nichts mehr. Ja. So. Macht's bei ihm kabumm! Tja, den ist einmal der Turm um die Ohren geflogen. Mittlerweile bin ich wieder zurückgefallen. Ich war kurz vor Liga endlich. Dann hat's angefangen, wieder nach unten zu gehen. Oh, Chinesen am Morgen, dann kriegst du in Clash Royale Sorgen. Fleder, Fledermäuschen. Aha. Das habe ich mal nicht gern. Pum. So, leg los, Mega-Ritter. Kommt er mit dem Jäger. Und Fledermäuschen wieder. Ja, gute Skelettarmee. Unter Corona in Bayern sind die 14 geheilt. Bei uns gab es gestern den 5. Toten. Und ja, sogar ein Musiker von der Band Freiwild. Als jetzt. Ja, in Italien sind über 1000 Tote. Also von dem her, auf die leichte Schulter würde ich das mal nicht nehmen. Überhaupt, weil Deutschland die ganzen Schutzkleidungen und so weiter, die Italien bestellt hat, alle storniert haben und bei uns die Ärzte mittlerweile ohne Schutzkleidung am Start sind und ohne Schutzmasken. So viel zum Thema EU. Aber naja, wird schon wieder werden. Also ich hoffe mal, dass die Krise dann mal bald vorübergeht.
Weil so richtig eierhaft ist, da den ganzen Tag zu Hause zu bleiben. Würde man so eigentlich nie sagen, also wenn du da mal nicht hingehst. Ja, irgendein Juve-Spieler hat's auch, habe ich in den Nachrichten mitgekriegt. Weil Fußball, da bin ich mal total raus, weil Fußball. Ich weiß gerade mal, dass 11 Spieler pro Mannschaft sind und das ist bei mir schon viel. So, mein Turm verschüsst sich mal. Ja, jetzt kommt er da mit der Luft. Ja, beide Türme, scheiße. Ja, das war mal nix. So. Mega-Ritter rein. Ja, jetzt kommt er wieder mit dem Heißluftballon. Ja. Zerstört mal den Turm, statt da rumzueiern. Komm, Schweinereiter, zweimal. Nee, zeitlich geht's nicht hin. Ah, RIP. Scheiße, das war wieder mal knapp. Naja, Tony, so ist's. Und was machst du die ganze Tag, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist? Ja gut, Fußballspieler, es ist glaube ich generell, Formel 1 und so weiter wurde ja auch abgesagt. Also momentan, sportliche Veranstaltungen sind alle abgesagt. Gut, mir ist es eigentlich relativ wurscht, weil ich schaue keinen Sport, also. Einzig und allein, was ich geschaut habe ein wenig, war Skifahren, aber ne. Euer Jung wird total langweilig, weil von unserer Nation eigentlich die ganzen Spieler, ja, die Skifahrer irgendwie verletzungsbedingt ausgefallen sind. Habe ich nicht mal mehr Skifahren geschaut. Üben vor Schule. Bei uns machen sie momentan Unterricht von zu Hause aus, weil der Junior, wann hat denn der das letzte Mal Schule gehabt? Ja, jetzt ist er schon seit 2 Wochen zu Hause. Also der hat mal mindestens 1,5 Monaten keine Schule. Ich frage mich danach, wie das abläuft, ob das Schuljahr dann trotzdem zählt oder nicht. Naja, nach wie vor mir fehlt auch mein Pizzaautomat. Keine Pizza mehr am Start. Hallo Mansor. So, schicken wir meinen Babydrachen rüber. So, mein Turm. Jetzt mal Geschichte. Schicke ich mal links einen Schweinereiter. Habe bis Osterferien frei. Ja, bei uns auch. Bei uns waren ja schon alles unter Quarantäne und ja, seit 2 Wochen, dass die Schulen dazu sind. Und zuerst hieß es ja, das ist nur ein Problem in Mailand unten, Lombardei und so weiter. Mittlerweile haben die ja nicht mal mehr da genügend Betten im Krankenhaus frei. Die müssen wirklich entscheiden, wer überleben darf und wer nicht, weil sie nebenbei viel zu wenig Beatmungsmaschinen haben und so ein Zeug. Also relativ schlimm. Ich kann ihm nicht den Schaden reindrücken. Ich krieg da auch nicht einen Schweinereiter. So, komm, Schweinereiter. Ah, scheiße. Komm nicht nach unten. Ja, 72 HP, Mann. Naja, kann man nichts machen. Und Toni, bist noch fleißig am Fortnite spielen. Hast du schon mal gezockt, ihn? Wann haben sie gestern? Ich glaube, gestern war's.
Haben Sie gestern dann wirklich einen E-Mail-Assist rausgetan? Weil es hieß ja groß auf Twitter, dass Fortnite in Aim-Assist rausnimmt für Controller-Spieler. Und sich daher die Leute ziemlich aufgeregt haben. Sie haben es halt angekündigt, weil sich so viele Spieler, die mit Tastatur und Maus spielen, aufgeregt haben, dass Controller-Spieler Vorteile haben bezüglich Aim Assist und so weiter. Das sind auch Arschgeigen. Wenn du bedenkst, Black Ops 4, ja, kann ich eben nicht spielen. Bei mir läuft es nur auf Italienisch und da müsste ich jetzt mal die PlayStation die Sprache umstellen. Deshalb, ich habe mir damals COD die Testversion geholt, die lief auf Deutsch. Dann wollte ich die Originalversion kaufen, als sie rauskam. Und ja, da stand plötzlich nur mehr, ja, du kannst nur auf Italienisch spielen. So richtig scheiße. Hallo Ghost. Also ich finde es generell total bescheuert von PlayStation, dass du da regionenabhängig nur gewisse Sprachen nutzen kannst. Also wenn du da in Italien geboren bist, ziehst um nach, was weiß nicht, Frankreich. Dann kannst plötzlich die Spiele nur mehr auf Französisch spielen, hat ja wenig Sinn. Bei PC kannst du ja sowieso die Sprache jetzt mal umstellen. Aber bei PlayStation verstehe ich nicht den Sinn dahinter. Ist ja nur eine Sprache, die du da einstellen kannst. So, schauen wir mal. Babydrache kommt runter. Da ziehe ich meinen Magier hin. Was bin ich da? Arena 12. So. Naja, Toni, wer hat sich das mal gedacht, dass ich noch in Quarantäne komme? Hätte mir nie zugetraut, dass ich da mal sagen kann, Leute, ich gehe mal in Quarantäne, aber... Sie müssten machen. Wenn das ganze Land in Quarantäne ist, bleibt mir auch nichts anderes übrig. Habe ich wenigstens eine Ausrede. Heim zu bleiben, den ganzen Tag zu zocken, solange das Internet funkt. Oho, sagt er. Okay, ja, mach mal so einen Move. Skelettarmee. Hallo Kotari. Grüß dich. So, schicke mir meinen Schweinereiter nach unten. Ja, komm ruhig näher. So, Skelettarmee hin. Trotzdem. Abgewehrt habe ich ihn mal. Ups, da war mal eine Skelettarmee. Wo ist denn die hin? So. Hatte gestern Abend 2400, habe bis ein oder auch gut. Ja, und ich wollte gestern spielen und hatte kein Internet. So perfekt momentan, also mir geht der ganze Ding da mit dem Corona richtig auf den Keks, weil gefühlt jeder im Internet drinnen ist. Und siehe da, dann hast du plötzlich eine Downloadrate von nicht mal 1 Megabit. Statt von 100. Was bist denn jetzt mit 3-2 bei Arena? Zehn. Okay. Ja, 10 geht eigentlich. So ab 11
fang's an, schwer zu werden. Ich denke, ich bin hier Arena 12 seit, ja, gefühlten 1,5 Monaten. Tja, wenn du willst. Gern, aber bringt dir eigentlich nichts, da ich sowieso nur normal zocke. Ja, zerstör mir ruhig den Turm. So, jetzt kommt mal. Keine Horde. Okay, Toni, tschüss. Schönen Sonntag noch. Und viel Spaß. Das ist sowieso auch nur mein Stream-Account. Bei mir ist das ja auch nur der Stream-Account. Weil auf PC kommst du da schlechter klar, zumindest ich kann da viel schlechter spielen als wir auf Handy. Einfach weil es unübersichtlicher ist, mit Maus und Tastatur zu spielen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob es anderen auch so geht. Zumindest für mich wäre es leichter, wenn ich da auf Touchscreen spielen würde. Hallo Just, grüß dich. So, Schweinereiter rein. Und was macht ihr den ganzen Tag so, wenn ihr in Quarantäne seid? Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ein Tag wäre ja noch halbwegs interessant, zwei auch, aber mittlerweile sind es vier. Heute haben wir Sonntag, seit 5 Tagen zu Hause. Oh, auf den Hauptaccount, warte mal. Da bin ich momentan gestern von Liga 3 auf 2 runter. So, schauen wir mal. Mega Ritter weg. Die Belohnung abholen. Ich sag dir gleich, wie weit ich bin. So, Skelettarmee rein, Fledermäuschen rein. So, Schweinereiter nach unten. Komm, beeil dich, Schweinereiter. Ja, zack. Nee. So, ein Arsch. Jetzt kriegt er mich noch. Nee, 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 Babydrache, geh mal weg da. Ja, er kriegt mich schon noch. Ja, er braucht nur ein Kampfholz, glaube ich, hat er nicht. Ja, jetzt hat er mich, scheiße. So. Da macht's kabumm und bei mir bin ich mal. Aber bei uns das ganze Land in Quarantäne ist. Wegen Corona. Deshalb darf man nicht von Haus gehen und ja, mittlerweile sind es 5 Tagen. Seit 5 Tagen, wo jeder zu Hause ist, man darf höchstens mit Genehmigung einkaufen gehen, aber da auch nur einer von Familie und... Aber von wo bist du? So. Also, du hast mich gefragt, wie viel ich da auf dem Main-Account habe. Warte, sage ich dir jetzt genau. Da habe ich momentan 4657. Ja, und ich in Italien. Eben, und bei uns ist es eben so, dass das ganze Land in Quarantäne ist und niemand die eigene Wohnung verlassen darf, außer einzukaufen und da brauchst du eine Genehmigung und so weiter. Das wird auch kontrolliert. Ja, aber ich zocke auch nicht so viel von dem her. Ich habe erst vor 3 Monaten angefangen zu zocken. Also hätte mir damals nicht mein Sohn gesagt, dass es überhaupt Clash Royale gibt, dann würde ich es nicht mal kennen.
Ich spiele es ja sowieso nur aus Spaß und nicht um heraufzukommen. Also ob ich da gewinne oder verliere, ist mir eigentlich relativ wurscht. Natürlich, wenn ich gewinne, umso besser. Verliere ich halt, ist mir auch gleich. So, Babydrachen nach unten, schauen wir mal rein. Ja, Prinzessin. Oh. Mal schauen, wie es da mit der Doppel-Elixier-Phase ausschaut. Da mal einen Push hinkrieg oder nicht. Nerv nicht rum, Prinzessin. Da hat ein Jäger jetzt zu spät hin platziert. Mein Schweinereiter nach links runter. Da, Skelettarmee. Ja, scheiße. RIP. Hat er gut gemacht. So. Tuturo, wie kommt man auf so einen Namen? Skelettarmee natürlich killt mir da jetzt noch ein Mega-Ritter. Perfekt. So, Babydrachen rein auch. Schweinereiter. Hat sich jetzt eigentlich für ihn nicht ausgezahlt, dass er da die Skelettarmee gespielt hat. Da kann man her, Mini-Bäcker. Oh, Fledermäuschen. Auf entspannt. Ja, der Magier war etwas zu spät dran. So, schauen wir mal. Wärmerdrachen. Bräuchte ich jetzt auch. Ey, Ruhe da. Scheiße. Ja, Mini-Backup wären. So, Schweinereiter. Dann Babydrachen rein. So, Magier mal weg. Jetzt kommt er auch mit Megaritter Kacke. Das Spiel wird knapper als wie ich dachte. Unfair. Mini-Bäcker auch noch gut.
Weg da mit ihrem Inferno-Drachen. So, Schweinereiter hinein. Da ziehe ich auch meinen Magier hin. Ja, jetzt kommt er drüben mit dem Mega-Ritter. Kommt Lakaiden. Scheiße. Ja, werde ich noch verlieren, denke ich mal. Jetzt mit dem Koboldfass. Das Skelett ab. Ja, wie viel platziert denn der gerade hin? Hallo Fels. Geht's noch? Ja, jetzt springt der Mega-Ritter rund. RIP. Ja. Okay, wieder ein Chinesen. War jetzt nicht nett, damit sein Kampfholz so rumeiern. Okay, Königsriesen. Da ist ein Knall drin. Die Lakaidenhorde, lass doch mal da schöne Ruhe. Der Schweinereiter mal nach links. Hä, was hat's denn jetzt? Was hat er jetzt vorgehabt? Magier mal hin platzieren. Wird auf Nummer sicher gehen. Schicken wir mal rechts. Schweinereiter nach unten. Sein Tunnelgräber zerstört mir da einen Turm. Oder? Ja. Glück gehabt. Magier hin. Kennt ihr das, wenn der Mega-Ritter plötzlich statt angreifen wieder zurückgeht? Ist ein bescheuertes Gefühl.
Ja, perfekt. Zwei Reiter hintereinander. Ich habe die Skelettarmee nicht gehabt. Boah, der hat mir ziemlich viel Schaden reingedrückt gerade. Ja. Dumm. 200 noch. Okay, 300 dann. Wie können der 6 Elixier verbrauchen für die Rakete und schon wieder meinen Mini-Bäcker hinschicken? Manchmal kommt mir das Spiel richtig bescheuert vor. Perfekt, jetzt klont er wieder. Klone spiegeln. Letztendlich ist ja immer dasselbe irgendwie. Ja, Ripturm. Jetzt wird er wieder mit dem Prinzen kommen, wahrscheinlich drüben auf der anderen Seite, oder? Nö. Reite ich mal. Ja. So ein Arsch. Skelettarmee kommt da auch nicht mehr klar. Ja, ein Turm. Babydrachen. Komm, Schweine. Reiter, ich brauch dich. Wo bleibst du? Er gibt mir kein Schweinereiter. 2 HP auf dem Turm. Was soll denn der Scheiß? Ich hab ja gesagt, ich brauche einen Schweinereiter. Komm, Schweinereiter. Renn, 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 renn. Nee, mit 2 HP verloren. So ein Kack. Mit 2 HP verloren. Wer? Zum Teufel. So ein Scheiß. Wegen 2 HP verloren. Ich glaub's nicht. So ein Arsch. Ist mir auch gleich. Ich einfach nur mehr hinplatzieren, wie es mir gerade lustig ist. So. Fledermaus hier hingegen Walküre. Und Ripturm, wenn es so weitergeht. Ich habe keine Elixier.
Turm verabschiedet sich mal auf die ganz elegante Art. Der Mega-Ritter, hör mal auf, da rumzuspielen und geh nach unten. So, komm du ruhig mal mit deinem Prinzen. Ja, Prinzessin hat auch am Start. Danke. So, schicke ich mal die Babydrachen nach unten. Dann mal Magier rein. Ja, da wollte er zu viel davon. So, jetzt hat er fertig geblasen. Denke. So, Magier auch rein. Schieß mal die blöde Prinzessin ab, Magier. So. Ein Schweinereiter. Die blöde Xier-Phase beginnt auch gleich. Babydrachen. Weg mit dir da, du Blasrohr, Heini. So. Vielleicht auch mehr Regel. Ach nicht. Beinahe gilt das auch. Lass das. Ja, so. Babydrachen rein. Bernodrachen. Fledermäuschen. So. Endlich mal wieder ein Match, wo ich gewonnen habe. Schau mal die Skelettarmee auf. Jetzt habe ich die auf Stufe 9. Schauen wir mal da rein. Da ab Chat. Kämpfen wir weiter.
Das war mal nicht so geplant. Komm, Fledermäuse, rettet mir mal schnell den Arsch, bitte, danke. Zerstörte mir halt den Turm, was soll's. Gut gemacht. Oh, Fledermäuschen rein. Er mit seiner Koboldhütte da. Geht mir schon langsam auf den Keks. So. Hallo Senna. So, Schweinereiter. Nach rechts. Er hat erst bald da mit seinen ganzen Kobolden. Ich komm da gar nicht mehr runter. Es wird mal nix. So. Genau, mittendrin Valkyrie, was platziere ich? Skelettarmee, perfekt. Wer kennt's nicht? Valkyrie mit Skelettarmee bekämpfen. Macht ja jeder. Scheiße. So, komm. Lass ihn gewinnen. Ich hab da eh keine Lust, wenn der da nur mit Hütten spielt. Das wäre richtig nervig. So. Was? Okay, dann keine nähere 12 hinzu. Hier 2, aber naja, danke. Eher nicht gut gespielt, aber naja. Ich mag es überhaupt nie, wenn die da mit Hütten spielen, da kommst kaum weiter. Aber was willst du machen? Mal gewinnt man, mal verliert man. Ist ja nicht weiter schlimm. Ich hab ja jeden ganzen Tag Zeit, wenn ich nicht rauskomme. Ja, jetzt klont er noch die Skelettarmee perfekt. Rippturm. Ja, wusste ich's. Also die Skelettarmee ist echt gut. Geklont er. Ich habe die mal eine Zeit lang gespiegelt. Ich muss sagen, da macht eigentlich die geklonte fast mehr Schaden. Aber Sack zu und wir haben es geschafft. So, jetzt schicken uns die Chinesen mal keine Schutzmasken mehr, weil er so verloren hat. Wenn ich denke, vor einer Stunde war ich fast endlich mal Liga oben und mittlerweile bin ich wieder in der Mitte drin von Arena 12. Oh, so nervig. Also wenigstens, wenn du Liga bist, fällst du nicht mehr so weit zurück. Bei mir ist ja beim Main-Account auch die ganze Zeit so. Da bin ich zwar ständig zwischen Liga 3 und 2, aber weiter zurückfallen kannst nicht. Hier hingegen fällst zurück ohne Probleme. Und ja, wenn du mal kurz zurückfällst, geht's ja noch, aber wenn du da ständig rauf, runter, fangst an, nervig zu werden. Zumindest für mich halt.
Oh, Baby. Schweinen. Die hatte ich gestern bei einem Kampfdeck drin. Die finde ich nicht mal so schlecht. Selbst würde ich die zwar nicht in Deck reintun. Super. Läuft mal. Heute hat er mir eh noch keinen Gegner gegeben, der Turm auf Stufe 13 hat. Normalerweise hat er die Blödsinn in letzter Zeit. Das als Anfänger natürlich sehr leicht. Deshalb du mit einem Fiat Cinquecento ein Rennen machst gegen Formel 1 Auto. Da warten wir mal ab, bis die Doppel-Elixier-Phase beginnt. Er hat ja sowieso Zeit. Liegt vor. So, Inferno-Drachen rein. So, Lakaienhorde. Ah, jetzt kommt er mit dem Magier. Es war wieder mal perfekt. Ja, den kriege ich glaube ich nicht. Inferno-Drachen. Ja, Hexe, ich habe schon mitgekriegt, dass du da am Start bist. Ja, geht nichts mehr. Was könnte ich da am Deck ändern? Ein Schaden. Schweinereiter müsste ich fast drin lassen. Oder ich platziere einen Tunnelgräber rein. Oder die Feuerwerkerin. Wir gehen mal auf. Ich pack mal die Feuerwerkerin rein. Schaden. Denn dass die ja nur 3 Elixier braucht. So, Feuerwerkerin. Jetzt magst du mal die Raketen zückeln. Ja, papp. Nochmal. Und RIP. War nicht gerade ideal. Was jetzt? Pfeile auch noch? Ne, Skelettarmee. Ja, Schweinereiter hin, du machst mal kurz einen Boxenstopp. Wechselst mal das Öl auf dein Schweinchen. So, Feuerwerkerin rein. So, du müssen. Müsste ich kriegen, ja, passt. So, Bombe rechtzeitig entschärft. Okay, drüben hat er einen Scharfsrichter hin.
So, Scharfsrichter kriegt gerade Kopfweh. Pam. Dann Feuerwerkerin rein. Das war knapp. Der Turm hat ja nun mal 400 HP. So, mal kurz zurückbleiben, weil ich vermute mal stark, dass der einen Angriff mit dem Ballon macht. Ja, den macht er drüben. So, komm, noch einmal raufschießen, dass wir einen zweiten Turm haben. Ja, so. Ja, da hilft dir jetzt der Schweinereiter auch nichts mehr. Auch wenn du den Turm noch kriegst. Ich hab beide. Elektrodrachen. Oh, Inferno-Drachen nachher rein. Komm, Feuerwerkerin, knall mal. Ja, gut. Bringt's jetzt auch nicht, die trifft einmal einen Turm und dann zerstört sie sich. Was kam denn? Ja, nichts. Macht gerade eine Siesta, schaut irgendwie gefüllt. Okay, Elixier Golem. Komm ruhig her mit deinem Elixier-Golem. Kriege ich etwas schneller Elixier wieder. So, Feuerwerkerin. Babydrachen. Ja, das war jetzt nicht nett von dir. Was du da gerade mit meiner Skelettarmee gemacht hast. Oh, im Inferno-Drachen noch rein. Aha. Jetzt kommt er mit einem Erdbeben. Nützt mir aber in dem Moment gar nichts. Das lässt mich eigentlich relativ kalt. So, wieder mal Lakaien rein. Feuerwerkerin. Oh, noch ein Babydrachen. Hui! So, endlich geht's wieder rauf.
Komm, Feuer. Ja, brav, gut. Aber weg mit der Tante da. Jetzt wird er wieder mit dem Knall kommen, ne Prinzessin. Okay. Kommt auf selbe drauf hin. Nein, 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 nee. Bleib von der Bombe weg. Nein, alle beide rennen sie rein. Perfekt, wer kennt's nicht? Wenn ich eine Bombe sehe, renne ich auch immer schnell rein. Kann man mal so machen, würde ich aber eher davon abraten. Du nerviger Drachen. Weg mit dir. Feuerwerkerin. Jetzt kommt er mit dem Prinz. Auf jeden Fall Doppel-Elixier-Phase ist am Start. So, Bowler. Der Bowler macht aber gegen meinen Drachen gar nichts. Okay, oder komm, 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 schaff mir mal den Ballon schnell weg. Ja, RIP. Ja, nee. Die greifen den Turm nicht an. Es wird dann so nichts. Komm, 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 komm. Weg den Ballon. Weg, 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 weg. Hau rein, Megariter. Ja, einmal. Knapp. Wenn jetzt die Bombe hochgegangen wäre, hätte er mich gehabt. So, der Tony Boy. Schauen wir mal, was der Tony Boy da macht. Er fängt schon mit Minipack an. Und Prinzessin. Zack. Prinzessin. Problem gelöst. Ne, ne, ne. Fischer. Fisherman's Friends. Jetzt kommt er mit dem Jäger. Wie viel hat denn der Elixier? Hallo? Ich komme nicht hinterher mit dem Elixier. Was derzeit hin platziert. Zack! Gut gemacht, Feuerwerkerin. Er kommt mit Mini-Packer.
Ja, nichts Alarm. Alarm schon. Bei dir vielleicht, bei mir gerade nicht. Babydrachen. So, ein Turm haben wir. Schau mal hinter dir, Magier. Das ist ein Schulkameraden. War auch mit dir Magierschule. Ledermäuschen noch rein. Ah, scheiß Jäger. Hallo Prinzessin, jetzt kriegst gleich Migräne. Zack. Okay. Besser hätte es ja nicht sein können. Oh, Feuerwerkerin rein. Berner Drachen. Jetzt kann er reinpacken. Da noch ein Babydrachen rein. Noch eine Feuerwerkerin. Eins und wir haben es geschafft. Ja, das war so perfekt. Also ich platziere da einen Mega-Ritter runter und er platziert in dem Moment ein Ding rein. Golem. Direkt, so habe ich direkt schon einen Golem am Start Schaden gemacht. Na, du Arsch, du. Mal Glück gehabt. Scheiße. Habe ich zu viel riskiert? Na, naja, vielleicht. Jetzt ist es trotzdem noch aus, man weiß ja nie. Bevor nicht die Doppel-Elixier-Phase beginnt, weiß man es ja sowieso nie. Ich habe da schon öfters mal gewonnen und verloren. So, Mega-Ritter, komm, schaff mir mal die Hexe da vom Hals. Scheiße. Komm. Ich komme nicht nach unten.
Ja, jetzt hilft's mir auch nicht mehr. RIP. Ja, perfekt, wer kennt's nicht? Einfach mal hin platzieren, wenn die Bombe daneben ist. Ja, auch öfters mal. Hallo Simpex. Zack, und Feuerwerkerin killt mich da mal. Komm. Okay, die zwei Feuerwerkerinnen sind da irgendwie, machen gerade eine One-Man-Show. Ah, scheiße, Riesenskelett. Ja, perfekt, wer kann es nicht? Reicht eine Feuerwerkerin nicht, dann nehme sie frisch zwei. Kaskinesen am Morgen. Jetzt kommt er wieder mit dem Golem. Einzige Rettung. Wenn ich da mal hinplatziere, was nur geht. Jetzt kommt er noch mit so einer blöden Tesla. Und natürlich Megaskelett, damit es nicht allzu einfach wird. Kommt er wieder mit dem Golem. Nee, ich kann nicht runter. Schade, schade. Was? Coronavirus, Anzahl der Infektionen steigt weiterhin. Bleiben Sie weiterhin zu Hause. Ja, danke, aber das mache ich seit 5 Tagen. Heißt, bleiben Sie zu Hause. Ja, was meinst du, was ich mache? Hey, Flocky! Wie geht's in Quarantäne, Kollegen? Was machst denn du schon um der Zeit wach? Ja, eigentlich einigermaßen gut. Wenigstens habe ich heute mal Internet. Obwohl die Hälfte ist schon wieder mal futsch. Ab 2 Uhr morgens hatte ich normal Internet. Ab 6 Uhr in der Früh war es wieder down. Deshalb habe ich mal gesagt, ich schmeiße mal schnell einen Stream an, solange ich noch Internet habe. Weil ich weiß gar nicht, wie lange der Scheiß funkt. Ich denke meistens, so zu Mittag, Nachmittag wird es schlimm werden, weil da die ganzen Kiddies wach sind. Die wollten alle Disney über Amazon schauen oder Netflix oder wie die ganzen Kanäle auch immer heißen. Wie geht's denn deiner Freundin, die Corona? Whoop. Ja.
Ja, bei uns geht's der auch super. Die vermehrt sich da von Tag zu Tag. So, warten wir mal, was der Fefe macht. Er macht nichts. Ja, unfair, der hat jetzt einen Wutzauber. So, nutze ich mal die Feuerwerkerin. Wie schaut es denn bei dir aus? Spielst du überhaupt noch Clash? Online habe ich dich halt nicht mehr entdeckt. Florian spielt jetzt immer 5 gegen 1. Er gesagt, er spielt lieber 5 gegen 1 als wie Clash Royale. Aber in den letzten Tagen nicht, okay. Lass mir ja deinen Turm noch in Ruhe. Die letzten 13 Sekunden brauche ich da keinen Stress. Gestern habe ich Friedhof gekriegt. Stell dir mal vor. Wunder gibt's. Also ich krieg einen Stream-Account, die Karten, die mir auf dem Main-Account fehlen und umgekehrt. Sehr praktisch. Nebenbei habe ich überall nur eine Karte, dass ich die nicht mal tauschen kann. Funky am Morgen, da kriegst du direkt Sorgen. Heute spiele ich aber, glaube ich, wieder, habe definitiv Zeit. Ja, dürft ihr überhaupt raus oder nicht? Bei uns ist es ja so, dass du nicht raus darfst. Feuerwerkerin, bei dir war geplant, dass du auf der anderen Seite raufgehst. Aber naja, wenn du da stursinnig sein willst. Übrigens, Florian, hast gestern Fortnite gezockt, zufällig? Ich wollte starten, aber das Spiel ging nicht, weil zu wenig Internet. Ich wollte nachschauen, ob sie wirklich den Aim Assist deaktiviert haben, verschwächt haben, ob da alles noch ist wie vorher. Weil ja Epic groß angekündigt hat, im Menü drin auch, dass sie Aim Assist nerfen. Keine Events. Ah, wo bist du auch noch hin? Der Florian ist sowieso nur Stammgästen-Schwinger-Club. Okay. Florian geht immer. Schwingerclub mit seinem Freund, den Herrn Schwing, dein Ding. Mit seinem Freund, den Herrn Schwing, dein Ding. Nee, 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 scheiß Funky, weg da mit dir. Ja, scheiß Mülleimer auf Rädern, Mann. Er kommt sowieso noch mal mit dem Funky wetten. Ja, was habe ich ihm gesagt? Weil der Arsch platziert jetzt. Ne, der kommt jetzt noch mit den Pfeilen. Ja, Mega-Ritter. Feuerwerkerin. Wieso nicht ein Inferno-Turm? Der steht in der Früh auf und denkt sich, ja, heute gehe ich mal einem auf den Keks mit meinem Inferno-Turm. Jetzt kommt er sicher wieder mit dem Mülleimer. Ja, Sperrkobolde
Hat er auch, glaube ich. Komm, weg mit dir. Ja gut, der braucht ja nur mit dem Ding runterschießen auf den Turm. Ja, ich komme aber auch nicht nach unten hin, das ist das Problem. Aber wenn der ein wenig schlau wäre, dann hätte er zweimal die Pfeile runtergeschickt auf meinen Turm, dann hätte er mich gehabt. Wie wäre es denn mit der Variante? So kanntest du es nicht mal. Also ich habe mit Junior auf Amazon Prime, siehst du es ja, da sind alle 8 Staffeln drin. Er mit seiner... Ja, ich sag nichts. Ich spoiler mal nicht. Schreit sie. Ja, jetzt hat er begriffen, dass er die Pfeile runterschicken kann. Ich hab ihn geschlagen, so ein Vogel. Ah, er hat nur zweimal gebraucht, die Pfeile runterschießen auf den Turm, hat er mich gehabt. Nee, so lange in die Länge gezogen, dass ich ihn noch gekriegt habe. Hallo Misha. Ah, so ein Arsch. Ja, der wird sich da gerade ziemlich ärgern, glaube ich. So, nach dem Move, die ganzen Gegner haben sich verzogen, haben alle keinen Bock mehr. Scheiße. Was hat er denn jetzt? Gegnersuche? Muss er die erstmal herausfinden? Was sind denn die? Oh, okay, da hat er wieder mal einen aus China rausgegraben. Oh. Nicht jetzt schon mit dem Heini. Ich mag einen Scharfsrichter überhaupt nicht. Ah, brav. So, der wird Pfeile haben, oder? Ne, ein Bomber. So, Feuerwerkerin rein, man weiß ja nie. Was haben die plötzlich? Jetzt auf einmal hat jeder einen Inferno-Turm am Start. Bei Deutschlands guten Internet keine Quarantäne lustig werden. Ja, also ich kann dir nur sagen, ich vermute mal stark, dass es aufgrund der Quarantäne zu tun hat. Ich habe gestern gar nichts machen können. Ich konnte nicht mal mehr im Internet surfen. Ich musste die mobilen Daten vom Handy nehmen. Also das Glasfasernetz war irgendwie wie nicht vorhanden. Aber natürlich, wenn du da einen ganzen Staat Ausgehverbot hin platzierst, du darfst ja nicht mal im Park gehen. Du darfst höchstens einkaufen und da darf nur einer von der Familie raus. Meistens immer dasselbe, damit, wenn da einer erkrankt, immer der ist. Und ja, auf jeden Fall kann ich mir da ziemlich gut vorstellen, dass die Eltern da die Krise kriegen mit den kleinen Kiddies. Sie dann sagen, ja, schaut halt einen Film bei Netflix oder sowas an. Und dann auf einmal sagt das Internet, ihr könnt mich mal. Da hätte ich nachts streamen können, aber nachts streamen, wer schaut denn dazu? Hey Schweinereiterin, grüß dich! So, jetzt kriegt der Kopf weh. Hat der Schweinereiter Migräne. Okay, tschüss Florian. Brav bleiben. Oder werden, je nachdem. Schönen Tag. Und nicht zu viel mit Mädchen rumschmusen, sonst kriegst du noch Corona. Nee, und die Variante, nee, das du ja nicht ich, das machen sie mit mir, zählt nicht. Die Ausrede kenne ich. Tschüss, Florian.
So. Nee, 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 nee. Ja, scheiße. Verlängerung. Kacke. Feuerwerkerin verschüsst sich jetzt mal. Gegen Mega-Ritter hat sie keine Chance. Mit der Hexe. Dann mit dem Scharfsrichter. Ja, lass mal meine Leute da. Hallo? Ja, du kannst mal ruhig da mit deinen hinkommen. Jetzt kommt er mit dem Bomber noch. So. Ja, mein Mega-Ritter ist schon mal geliefert, weil zu viel Gegner da am Start. Da platzieren wir mal den so hin. Ja, jetzt sehe ich wieder mit einem Inferno-Turm, wer kennt's nicht. So, komm Schweinereiter, weg mit dir. Ja, wie wär's denn, wenn ihr da einen Mega-Ritter in Ruhe kämpfen lasst und mal einen Turm attackiert? Nur mal so als Info. Ja, so macht man das. So, in China freut sich der wieder mal. Wenn ich langsam noch 3-4 Match gewinnen, dann bin ich wieder auf dem Punkt, wo ich heute schon mal war. Ganz auf entspannt. Was macht er denn jetzt? Das kommt mir ziemlich verdächtig vor. Ja gut, mir kann es ja recht sein. Zack, das war's dann. Oh ja, Kampf ohne Drohnen. Ups. Mikro bleibt da. Jetzt gräbt er nur mehr Chinesen raus. Was hat er denn jetzt? Dritte Chinese in Folge. Hopp! Habt ihr gesehen, wie elegant der Mega-Ritter springen kann? Der springt direkt über ein Holz drüber. Springt über ein Kampfholz drüber, so wie ein Hochspringer.
So, Babydrachen rein. Tschüss. Zwar weniger gut, Feuerwerkerin. Ja, was macht er denn? Okay. Skelettarmee. Arkadenhorde. Fledermäuschen auch noch. Der kann mit der scheiß Feuerwerkerin. Zack, die ganze Truppe erledigt. Pam. Ich habe auch eine Feuerwerkerin. Meine schießt nur nicht. Die denkt sich da mal 10 Stunden. Ja, das macht der Mega-Ritter schon. Perfekt. So, Elixierphase. Kommt der wieder mit der Feuerwerkerin? Ja, natürlich. Wie kann es auch anders sein? Der Mega-Ritter rein. Hallo, Quentin. So, komm, spring mal rauf auf den Turm. Gut, Mega-Ritter. Was abgeht? Alles, was nicht hängt. So. Mann, den Spruch habe ich auch schon ewig nicht mehr verwendet. Den hatten wir vor 20 Jahren in der Schule die ganze Zeit. Was geht ab? Ne, was hängt? Ne, was geht? Alles, was nicht hängt. So rum ging's. Na, es sind auch schon über 20 Jahre her. Der Schule ging. Weiß ich auch nicht mehr die ganzen Sprüche auswendig. Ja, nicht viel geht. Immer noch zu Hause, seit 5 Tagen, immer noch in Quarantäne und ich habe keinen Bock mehr, zu Hause zu sein. Wenigstens funktioniert heute mal das Internet noch. Mit Betonung auf noch. Ich denke mal, Nachmittag wird es wieder down sein. Einfach weil die ganze Situation, dass da gefühlt das halbe Land... Nee, komplett mit dem Internet. Aufgrund, dass das ganze Land in Quarantäne ist und niemand das Haus verlassen darf. Wegen Corona sind natürlich die ganzen Leute im Internet drinnen. Und zu Stoßzeiten habe ich eine Downloadrate mit Glasfaser. Ja, gestern hatte ich nicht mal mehr das ganze Land bei uns. Da hatte ich eine Downloadrate gestern von nicht mal 1 Megabit. Ja, wegen Corona. Mittlerweile schon seit 5 Tagen. Darf man nicht rausgehen. Außer einkaufen? Nö. Als Vorsichtsmaßnahme ist ja im ganzen Land verboten rauszugehen. Außer man hat eine Genehmigung, also du kannst dir eine Genehmigung ausstellen, einzukaufen. Und das war's dann. Sonst du darfst weder im Park gehen, spielen, noch spazieren, noch sonst was. Italien. Ja, bei uns momentan... In meiner Region gab es bis jetzt 5 Tote wegen Corona. Und deshalb, vorsichtshalber, haben sie in ganz Italien die Leute in Quarantäne gestellt. Sprich, du darfst nur raus einkaufen und da von der ganzen Familie eigentlich nur eine Person. Und die braucht dann eine schriftliche Genehmigung, rausgehen zu dürfen. Sonst darfst du nicht raus. Sonst verbreitet sich das Virus weiter. In Italien gab es ja bereits schon über 1200, glaube ich, waren es. Letztens, wo ich nachgeschaut habe. 1200 Tote.
Wegen Corona. Jetzt langsam, langsam fangen die Österreicher auch an. Also in Österreich ist es ja jetzt auch so, dass die Ausgehverbot haben und ja, Teile von Deutschland auch. In Bayern zum Beispiel sind ja die Schulen auch geschlossen mittlerweile. Bis nach den Osterferien. Und natürlich, wenn dann die ganzen Leute online gehen, hast du plötzlich kein Internet mehr. So wie gestern wollte ich nachmittags streamen, ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte nicht mal mehr normal im Internet nachschauen, was. Ja, Niedersachsen auch. Da war noch irgendein Zuschauer da, der aus Niedersachsen ist. Der hat es mir auch gesagt. Und der Florian, der vorhin da war, der ist in Bayern, bei denen sind auch die Schulen zu. So, da war ich heute schon mal auf 3995. Also, ich bräuchte nur mehr 5 Pokale, dass ich mal safe auf Arena 13 bleibe, also Liga 1. Ja, aber trotzdem, bei uns ist halt noch eine Nummer härter. Bei uns ist es mittlerweile seit 5 Tagen totales Ausgehverbot. Wie gesagt, man darf zwar in die Apotheke gehen und Lebensmittel kaufen, aber da dürfen maximal 3 Leute in den Shop rein. Und die müssen alle Abstand voneinander einhalten, circa 1 Meter. Du musst dann die Hände desinfizieren beim Verlassen vom Geschäft. Extrem schlimm. Natürlich werde ich das Match wieder mal verlieren, dass ich ja nicht raufkomme. Er kommt da mit Nice Magier direkt. Also ich hätte mir nie gedacht, dass es mal bei uns so weit kommt. Hätte mir einer gesagt, ja in China. Da hätte ich gesagt, ja Quarantäne ist da normal, aber bei uns hätte ich es mir jetzt eigentlich nie erwartet. So, Ripturm. Komm, spring mal rauf auf die Prinzessin. Und greif den Turm an. Oh, ja, gut. Okay. Ja gut, das wäre dann natürlich für Tanzverbot interessant. Wie gut, mittlerweile seit der auf Madeira bei Junge ist. Futtert der ja eh kein Ding mehr, Mac. Gut, ich eigentlich auch nicht. Weiß nicht, McDonald's habe ich irgendwie eine Abneigung in letzter Zeit. Nee, also... Wenn du da mal nach Österreich kommst und da ein Mac essen tust, also ich, wenn ich Mac gehe, da friss ich sowieso ein Big Mac meistens. Da ist zwischen Österreich und Italien ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich glaube mal, die bei uns werden nicht so frisch gemacht wie in Österreich. Das kann ja nicht sein. Normalerweise müssten die ja überall den gleichen Geschmack haben. So, komm. Jetzt kommt der wieder mit der Scheiße da oben. Ja, perfekt. Meine Fledermäuse sind alle abgekratzt. Komm. Natürlich kriege ich den wieder mal nicht. Jetzt kommt er mit der Banditin da. Perfekt, Scheiße. Also, du kommst in Auto 418, komm mal raus. Machen Corona-Test und du fährst. Aber das bringt dir ja sowieso nichts. Weil du kannst ja ein Virus in dir haben, ohne dass du überhaupt krank bist. Deshalb verstehe ich ja die ganze Problematik da nicht, wieso die. So, auf dem Main-Account kann ich mal eine Riesentruhe öffnen.
Also du kannst ja Corona haben und 2 Wochen danach erst Fieber kriegen und krank werden. Ja, Schnalltest gibt's zwar schon, aber der ist nicht genau. Aber wenn du es in dir hast, tritt's erst in 2 Wochen auf. Also bei uns haben sie sowieso gesagt, mal 3 Wochen wird sicher jeder da bei uns in Quarantäne bleiben müssen. Deshalb. So richtig bescheuert. Also wenn du da irgendwas. Ja, gut gemacht, Feuerwerkerin. Schieß einfach ins Leere. Also wenn du da jetzt was brauchst, Geschäfte und so, haben überhaupt nur Lebensmittel offen, die ganzen Geschäfte, Betriebe und so weiter müssen zu haben, einfach weil viel zu viel Kranke stark sind und sie den Virus sonst nicht in den Griff kriegen. So, RIP. Ja, natürlich, und ich kann da nur zuschauen, wir haben hier einen zweiten Turm noch zerstört. Perfekt. Seine Lakaienhorde hat da unendlich Leben. Perfekt. Kennt man auch. Läuft wieder mal nicht. Okay, Chinesen. Also jetzt muss ich schon wieder mal 2 Matches gewinnen, damit ich wieder raufkomme. Perfekt. Sag immer, bei mir ist das in dem Spielen rauf und runter und langsam wird's nervig. Das war's mal komplett. Ja, ich bin Liga 3 mit dem Main-Account. Das ist sowieso nur der Stream-Account. Hier fehlen mir ja sowieso die meisten Karten. Also ich habe auf dem Account weder Kampfholz, was fehlt mir noch? Kampfholz fehlt mir. Eismagier fehlt mir. Magieschütze fehlt mir. Funky fehlt mir. Gestern hat er mir im Stream die Ding gegeben. Ein Friedhof. Ich habe gerade erst mal letzte Woche ein Ding gekriegt, ein Mega-Ritter. Wenigstens kannst du mit denen angreifen. Weil sonst bist du da total am Arsch. Was willst du die ganze Zeit mit den Schweinereitern? Ja, die habe ich auch nicht. Widerreiterin ist drin. Ja, die habe ich nicht. Die habe ich auch nur auf dem Main-Account. Das ist ja das Problem. Normalerweise kannst du ja ein Deck haben für jede Situation, aber bei mir momentan, ich muss da einfach irgendwie ein Deck zusammenstellen, mit dem ich halbwegs klarkomme. Einfach weil die Karten fehlen. Ich habe nicht mal einen Elektromagier. So, hier kommt man mit Scharfsrichter, Inferno-Drachen und alles Mögliche. Perfekt. Rippturm. Ja, und Widerreiterin habe ich nicht. Der Elixier-Golem. Ja, das wird mal nix. So. Schauen wir mal nach, was ich da überhaupt für Karten habe und welche noch fehlen.
Also ja, okay. Funky fällt, Widerreiterin fällt, Magieschütze fällt, Nachthexe fällt, Elektromagier, dann der Holzfäller fällt, dann der Geist, wie heißt der? Königsgeist, Prinzessin, der Eismagier und das Kampfholz. 10 Karten, die mir fehlen. Naja, kann man nichts machen. So Leute, und ich werde mich dann auch mal vertschüssen. Und vielleicht, wenn das Internet funktioniert, sehen wir uns am Nachmittag. Ansonsten, schönes Wochenende. Und wir sehen uns, ja, wenn es geht, Nachmittag. Tschüss, schönen Sonntag. Bye bye, see you.